Vor 100 Jahren ging der Erste Weltkrieg zu Ende. Die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts mit Millionen von Toten, Vertriebenen, Menschen, die gelitten haben. Das sollte uns heute Mahnung sein. Was wäre gewesen, wenn 1914 am Beginn des Ersten Weltkrieges es eine Einrichtung gegeben hätte, wie heute die Europäische Union in Brüssel, wo die Politikerinnen und Politiker sich getroffen hätten und versucht hätten, die Probleme, die Konflikte im Dialog zu lösen. Und wenn man darüber einmal nachdenkt, dann weiß man, wie wertvoll die Europäische Union, wie wertvoll unser Europa als Friedensprojekt ist und dass es sich wirklich lohnt, jede Woche, jeden Monat um dieses Europa zu kämpfen.